Microsoft Teams. Alle stürzen sich auf Microsoft Teams. Hallo Uli, bist du auch auf Microsoft Teams? Klar, wir sind ja hier, wir machen ja die ganze Aufzeichnung über Teams. Klar bin ich auf Microsoft Teams. Hallo Michael, erstmal Gruß aus Dortmund und klar bin ich auch auf Microsoft Teams. Teams ist im Endeffekt ja Hauptarbeitswerkzeug geworden mittlerweile. Da bin ich, denke ich, nicht, oder sind wir beiden nicht die Einzigen, die über Teams kommunizieren. Genau, und da geht ja vieles drüber, Chat, Videokonferenzen, Datenablage und so weiter. Es ist ja mittlerweile fast ein Universal-Client geworden. Wir wollen uns heute mal mit einem ganz speziellen Thema beschäftigen, denn wie bringe ich mein Teams eigentlich dazu, ganz normal zu telefonieren? Brauche ich das eigentlich? Ich habe doch jetzt eine Chat-Funktion oder eine Meeting-Funktion. Wozu brauche ich denn eigentlich eine klassische Telefoniefunktion in sowas wie Teams? Ja, wenn du dir letztens einmal deine Bekannten oder deine Kunden anschaust, wirst du feststellen, dass es viele Leute gibt, die natürlich mit Teams kommunizieren können, aber im Grunde genommen insgesamt bezogen auf die Weltbevölkerung, 99% der Menschen kriegst du wahrscheinlich nicht über Teams oder derzeit noch nicht über Teams. Und da haben wir einfach die ganz dringende Notwendigkeit, wenn Teams also ein universales Kommunikationswerkzeug sein soll, dieses merkwürdige System mit Rufnummern und Durchwahlen und Vorwahlen und Ländervorwahlen auch zu integrieren, damit die Leute, zumal auch die Leute, die im Homeoffice sitzen, im Endeffekt unter ihren Standardnummern erreichbar sind, mit ihren Standardnummern kommunizieren können und jeden auf der Welt, der im Endeffekt irgendwie ein Handy oder ein normales Telefon hat, auch einfach erreichen können. Also wir brauchen im Grunde die Telefonie in Teams also als ganz wichtigen Baustein zwingend oben drauf. Ich kann mich erinnern, in Zeiten von Skype for Business, dieses Thema Telefonieanbindung war immer ein Riesenproblem. Da gab es sowas wie PBXen und überhaupt Zugang zu ganzen Systemen. Ist das denn jetzt mit Teams wesentlich einfacher geworden? Mit Teams ist es wesentlich einfacher geworden. Was hinter der Telefonie steckt, ist ja das Microsoft Phone System. Und das Microsoft Phone System war ja in der Vergangenheit, wenn man also die Online-Version, die Office 365-Version betrachtet hat, war das ein Teil, was in Skype for Business Online integriert war. Da gab es auch die Möglichkeit, dass man also vom Skype for Business Online eine Telefonieanbindung machen konnte. Das war aber technisch nicht so ganz einfach. Man brauchte also ein Bündel virtuelle Maschinen, hatte relativ viel Einrichtungsarbeit. Ich habe das also öfter gemacht. Das kriegt man hin, war aber nicht so einfach. Mittlerweile haben wir im Grunde genommen zwei einfache Varianten. Die eine Variante ist, Microsoft kann direkt dein oder euer Telefonprovider werden. Das wickeln die jeweils mit Partnern in den oder Partner-Carriern in den Ländern ab. Das heißt, Microsoft kann also im Endeffekt eure Bestandstelefonnummern übernehmen und in Teams direkt bereitstellen. Wenn man im Endeffekt nicht alles an Microsoft abgeben möchte, kann man mit einem sogenannten Session Border Controller, also einem Stück Software oder einem Stück Hardware, je nachdem, wie man das auslegt, die Verbindung zwischen eurer Telefonanlage oder einem SIP-Trunk-Anbieter und auf der anderen Seite Microsoft Teams herstellen. Da muss man sich natürlich auch ein bisschen mit beschäftigen, dass nicht einfach ein Knopfdruck und dann läuft es, aber der Aufwand, das zu machen, ist sehr überschaubar und ich denke, das Thema ist sehr lohnend, sich damit zu beschäftigen und Teams einfach diesen fehlenden Baustein in der Kommunikationswelt noch beizubringen. Ist das dann sehr aufwendig für jemanden, der sich mit der Administration auskennt? Also wenn sich jemand ungefähr damit auskennt, dann ist der in ein paar Stunden zum Laufen gebracht. Okay, und wir wollen ja eigentlich hier jetzt nicht ganz in die Tiefe eingehen, weil du hast ja in deiner Consulting-Box eine aktuelle Folge gemacht. Ich glaube, da sind fast 40 Minuten, wo du dieses ganze Thema mit dem Phone-System und der Teams-Integration mal ausführlich erklärst und auch zeigst, wie sowas funktionieren kann, richtig? Richtig. In der Consulting-Box habe ich die verschiedenen Möglichkeiten, wie man das anbinden kann, nochmal gezeigt. Ich habe in der Consulting-Box auch ein paar Demos, wie ich also mit Teams telefonieren kann, mit Teams angerufen werde, auch mit Teams, mit dem Teams-Client auf meinem Handy so eine Single-Number-Reach-Experience erreichen kann. Das ist ja alles verblüffend einfach, funktioniert verblüffend gut und ist letztendlich einfach für meine Begriffe so, dass sich jeder eigentlich, der mit Teams arbeitet, das Thema erst einmal annehmen müsste und schauen müsste, wie passt das rein. Und wer es dann tatsächlich auch umsetzen will und Unterstützung braucht, dem können wir auch noch dein Online-Seminar empfehlen. Du machst ein Online-Seminar genau zu diesem Thema am 2.4.
am 2. April, genau, da gibt es ein Online-Seminar, wo wir einfach gemeinsam Schritt für Schritt es komplett einmal die Konfiguration durchgehen, das tatsächlich auch machen, bis hin im Endeffekt auch wirklich live Schritt für Schritt einen Session Border Controller an ZipTrunk Provider anbinden und sozusagen mit einem leeren Session Border Controller, mit einem leeren ZipTrunk Provider starten und mit einem leeren Tenant starten, der diese Anbindung dann bekommt. Dass man wirklich genau weiß, das sind die Handgriffe, so mache ich das und so komme ich dann zum Erfolg. Inklusive Fehlpläne einrichten und alles, was dahinter steckt. Ja, genau. Und den Link zur Consulting Box und den Link zur Anmeldung zu deinem Seminar, die blenden wir jetzt einfach mal mit ein. Und ja, und dann können wir uns dann demnächst mal mit dem Telefon und Teams unterhalten. Genau, das könnten wir auf jeden Fall mal probieren. Weil das im Endeffekt einfach eine schlaue Sache ist, einfach zu sagen, okay, ich kann mit meinem Teams jeden auf der Welt, eben auch dich, Michael, auf jedem verschiedenen Weg erreichen. Und das ist schon eine tolle Sache. Okay, gut, Uli. Vielen Dank für die Info und viel Erfolg beim Seminar. Dankeschön.